wieso Videomarketing immer wichtiger wird und warum du es unbedingt für dein Unternehmen anwenden solltest. Hi, mein Name ist Saad Chamo, Marketingabteilungsleitung der A&M. Heute möchte ich euch so ein bisschen zu Videomarketing erzählen, warum das immer wichtiger wird, warum man aber trotzdem immer noch Bilder einsetzen sollte, aber auch Vor- und Nachteile. Ich fange einfach mal an. Fangen wir erstmal ganz vorne an, beim Algorithmus im Marketing aktuell. Es ist nun mal so, wenn du auf Facebook, Social Media etc. Werbung machst, dann ist es halt immer so, dass der Algorithmus und die Interessengruppen sich an die Personen anpassen. Sprich, erstmal, wenn eine Person öfter Videos schaut und Videos liked, gefällt mir drückt etc., dann werden denen automatisch mehr Videos ausgespielt. Ja? Wenn jemand mehr Bilder oder so weiter liked, sich anschaut, regelmäßig darauf stehen bleibt, kommentiert, dann werden ihm automatisch mehr Bilder angezeigt. Das heißt, das Erste, was du machen kannst, ist natürlich dadurch, da deine Zielgruppe überall ist, aber tendenziell immer eher mehr Videos oder Bilder schaut, deckst du mehr Bedarf ab. Ja? Das heißt, du solltest immer Videos und Bilder einsetzen. Das ist erstmal das Erste. So. Danach ist es natürlich auch so, Videos kann man nochmal persönlicher gestalten. Das heißt, das, was ein Bild dir gibt, diese Botschaft, ist vielleicht im ersten Ansatz hilfreich, aber spätestens, wenn du mehr Vertrauen für dein Unternehmen oder für deine Dienstleistung schaffen musst, dann hilft da Videomarketing ein bisschen eher. Warum? Du kannst Personen einsetzen, die Erfahrungen erzählen, die berichten, die wirklich nochmal Fakten bestätigen, die du deinen Kunden versprichst, ja. Und da ist natürlich das Videomarketing ein bisschen effektiver als nur ein Bild, weil ein Bild kann auch gestellt sein, kann auch gekauft sein, gibt es überall. Und bei einem Video hast du halt meistens deine eigenen Mitarbeiter, dein eigenes Firmengebäude, was noch deutlicher erkennbar ist. Oder wenn du bei einem Kunden bist, einen Test dir aufnimmst, dass du da wirklich nochmal Trust empfängst. Ja, was natürlich noch wichtig ist, man will ja auch immer auf verschiedenen Plattformen präsent sein. Ja? Also wir persönlich bei der A&M machen zum Beispiel im Bereich Google bei YouTube sehr, sehr viel Videomarketing und bei den Display-Ads nochmal was anderes. Ja? Also du nimmst dir ja selber irgendwie die Chance auf einer Plattform weg, wenn du kein Videomarketing machst. Was genau so ein Video auszeichnet, ist sehr, sehr individuell. Also wir sagen immer, sehr, sehr wichtig ist, also wenn es um Marketing für eine Kundenanfrage oder für eine Bewerbung geht, also in dem Segment, dass sich auch wirklich jemand direkt eintragen soll, sind die ersten 5 Sekunden die wichtigsten. Weil es ist statistisch bewiesen und das kann man auch bei Facebook, Instagram und auch TikTok nachschauen. Da wird nach 5 Sekunden am schnellsten gescrollt. Das heißt, wenn du diese Person in 5 Sekunden nicht catchst, könnte es passieren, dass er dich einfach weiter swipet. Das heißt, wenn du das Video aufnimmst, beachte immer, dass das erste oder die erste Headline, der erste Satz, der gesagt wird, irgendwie sehr, sehr wichtig erscheint und oder die Leute besonders schnell abholt. Danach kann man im Video nochmal sachlicher zugehen. Aber die erste Headline, die ist so eigentlich ziemlich wichtig, wie bei einer Zeitung. So. Das Ganze gilt aber nicht für so ein Image-Video. Da ist das jetzt nicht so unbedingt, weil das Image-Video baut ja auf was ganz anderes auf. Da sollen die Leute dein Unternehmen noch mehr kennenlernen. Es ist nicht unbedingt gefordert, dass sich jemand direkt einträgt, sondern dass da die Leute einfach Vertrauen aufbauen. Ja. Diese und viele weitere Tipps können wir dir natürlich noch näher ranbringen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch, wenn du mehr Infos haben möchtest. Wir beraten dich gerne.